Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man mit XLearning hier einen freien Text einfügen kann und darin dann wiederum Text und Bilder einfügen kann. Zuvor möchte ich aber natürlich das Projekt speichern, gehe auf hier File, Save As und du siehst schon, dass es hier noch die deutschsprachigen und englischsprachigen Bezeichnungen durcheinander gewürfelt sind, also da ist die Übersetzung noch nicht vervollständigt worden. Klicke hier auf Save As und wähle mir dann den entsprechenden Dateipfad. Ich wähle mir hier das Dateinamen Griechenland Antike. Und hier ist ein Exe-Package-File vorgesehen. Ich belasse das hier so. Das heißt, es wird in diesem Format hier gespeichert. Klick auf Speichern. Und hier bekomme ich dann schon angezeigt, dass es funktioniert. Es wurde eine Datei erzeugt mit griechenlandantike.ilp. Das ist Exe-Package. Wurde also gespeichert, habe jetzt hier diese Seite und habe das dann soweit dann gemacht. Ich habe jetzt hier diese Startseite, die habe ich ja vorhin schon im ersten Video mit Altes Griechenland benannt. Und da möchte ich jetzt hier einen sogenannten freien Text einfügen. Es handelt sich hier unten um die sogenannten E-Devices und wähle mir hier freier Text aus. Das, was ich hier unten auswähle, bezieht sich immer herum auf die Seite, die ich gerade ausgewählt habe. Wenn ich bei Karten wäre, würde das, was ich hier wähle, dann hier eingefügt werden. Ich gehe jetzt aber wieder herauf zum alten Griechenland, wähle hier freien Text aus und es geht hier ein Editor auf und da könnte ich dann einen Text einfügen, zum Beispiel: Herzlich willkommen in unserer Ausstellung zum Thema Altes Griechenland. Das erinnert mich sehr stark an eine Textverarbeitung. Genauso gut kann ich das auch hier bedienen. Ich wähle mir hier den Text aus, den ich formatieren möchte. Könnt ihr eine Textart wählen. Ich belasse das jetzt einmal so. Ich wähle jetzt hier einfach eine größere Schriftgröße. Und ich könnte hier zum Beispiel arbeiten und könnte dann Ausstellung zum Beispiel mit einer anderen Textfarbe hinterlegen, zum Beispiel grün, könnte aber auch herzlich willkommen zum Beispiel mit einem anderen Texthintergrund dann letztlich auch versehen. Es geht mir jetzt hier weniger darum, dass das alles dann besonders perfekt und schön wird, sondern dass du einfach siehst, was man hier alles machen könnte. Und ich könnte dann hier noch als Erläuterung dann zum Beispiel weiter unten dann einfügen. Ich habe das jetzt hier schon vorgesehen. Ich kopiere das dann hier herein. Und da kommt man zu einem Tipp, den ich dir geben möchte. Wenn ich im Firefox sich das gerade geöffnet hat und hier auf Paste gehe, dann weist er mich darauf hin, dass das so nicht funktioniert, dass ich nichts einfügen kann, also was ich vorher markiert habe. Das fügt mich dann zu einem Warnhinweis. Wenn ich aber die Tastenkombination Steuerungstaste V verwende, dann kann ich einen Text, den ich in der Zwischenablage habe, dann auch dann tatsächlich verwenden. Dann könnte ich jetzt hierher gehen, nachdem ich das dann eingefügt habe, zum Beispiel hier Fett verwenden, Kursiv und unterstrichen. Und da geht es jetzt hier weiter darum, dass ich eine Ausrichtung vielleicht auch noch festlegen möchte, dass ich hier sagen würde zum Beispiel, okay, was hier oben, wie bei einer Textverarbeitung, diese Zeile möchte ich dann in die Mitte setzen. Dann kann ich hier dann dementsprechend hier mit dieser Ausrichtung dann zum Beispiel arbeiten. Ja, dass man Texte einfügen kann mit einer Tastenkombination beim Firefox, nämlich Steuerungstaste V. Das habe ich dir auch schon gesagt, es war wichtig darauf hinzuweisen. Eine weitere praktische Möglichkeit ist, dass man hier Dinge rückgängig machen kann, wenn man hier diesen Pfeil verwendet. Dann wird das Ganze dann rückgängig gemacht. Und damit du siehst, dass man hier Webseiten erzeugt, möchte ich auf diese Möglichkeit hier verweisen, auf dieses Edit-HTML-Source. Wenn man hier mit der linken Maustaste drauf drückt, dann sieht man hier im HTML-Quelltext das, was hier in dieser Seite tatsächlich steht. Das heißt, wenn jemand eine HTML-Seite programmiert, dann könnt ihr diesen Code zum Beispiel verwenden, um diese Seite zu erzeugen. Wenn du dich jetzt schon etwas besser auskennen würdest mit Webseiten, dann könntest du hier direkt eingreifen und könntest dann zum Beispiel hierher gehen und einen Tag einfügen, B, dann schließt du dann ab mit B und kannst dann hier den Begriff Griechenland dann noch hervorheben. Ich gehe jetzt auf Update, dann wird das, was ich hier gemacht habe, dann hier dann noch ausgeführt. Und das sieht man hier, dass Griechenland dann hier fett hervorgehoben wurde. Und das wurde hier bewirkt durch meinen Eintrag eines B. Und er hat es dann hier sogar schon in Strong übersetzt, in eine neue Version, eine neue, bessere Version von HTML. Also eine ganz geschickte Sache schon mittlerweile. Dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, Bilder einzufügen.
Wenn ich jetzt hierher klicke, dann kann ich es weiter runter, mache ein bisschen Platz und verwende dann hier die Möglichkeit, Bilder einzufügen. Hier wird als Hilfstext Insert Edit Image angezeigt. Gehe hierher und dann geht dieses Fenster auf. Und da habe ich dann die Möglichkeit, hier ein Bild einmal einzufügen, also den Pfad zum Bild anzugeben. Dann mache ich das mir jetzt hier auf und ich wähle mir hier dann ein Bild aus, in dem Fall das von Alexander den Großen. Hier ausgewählt, klicke auf Open und es wird dann hier schon dargestellt in einer Vorschau, ist relativ groß. Ich kann das aber dann verändern, diese Ansicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe und das Größe 500 nehme, dann wird hier automatisch dann proportional, damit das Bild also nicht verzerrt wird, dann der richtige Eintrag dann ausgewählt. Klicke jetzt auf Insert und es wird nicht darauf, gerne darauf hingewiesen, ob ich nicht eine Bildbeschreibung, eine Image Description machen möchte. Klicke jetzt aber auf OK, ich möchte das einfach jetzt mal so behalten. Und das ist, ich habe hier dieses Fenster vergrößert, indem ich es da unten angezogen habe. Und habe jetzt hier dieses Bild von Alexander den Großen, was ich ja vorher von Wikipedia dann übernommen habe. Und ich merke, es ist doch ein bisschen groß. Dann wähle ich mir dieses Bild aus, einmal mit der linken Maustaste, drücke dann rechte Maustaste. Dann wähle ich mir hier dann Insert Edit Image. Und kann jetzt nochmal hier hergehen auf Appearance und kann es dann hier kleiner stellen. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel nur einmal mal 300. Klicke auf Update. Bestätige wieder, weil ich habe noch keine Bildbeschreibung hinterlegt. Und man sieht, dass das Bild kleiner geworden ist. Und nachdem man so darauf besteht, also mein Programm, dass ich eine Bildbeschreibung einfügen wollte, könnte ich jetzt hier zum Beispiel hinschreiben als Bildtitel Alexander der Große. Und hier kann ich dann als Beschreibung hingeben. In dieser Abbildung, also ich habe das schon einmal gemacht, siehst du Alexander den Großen. Ich gehe jetzt auf Update und habe dann hier diese Grafik. Und wenn ich dann mit der Maus drauf habe, hier dann die Grafik Alexander den Großen. Wenn ich hier momentan einmal zufrieden bin, schauen wir es kurz einmal an, kann ich hierher gehen auf dieses Hackerl und kann dann auf Fertig setzen. Wenn ich jetzt mir das betrachte, dann schaut das ganz nett aus. Ich könnte hier noch etwas dann zum Beispiel dazugeben. Kommt zum Beispiel drauf, naja, man sollte doch dann die Internetadresse angeben, die man da, wo man dieses Bild gefunden hat. Dann geben wir hierher auf Bearbeiten und kann darin dann weiterarbeiten. Ich hole mir jetzt einmal die Internetadresse in den Zwischenspeicher. Drücke in dem Fall Tastenkombination Steuerungstaste V und habe dann hier diese Adresse. Ich könnte jetzt hier hinschreiben. Foto zu finden bei und habe dann hier diese Adresse. Mache das hier wieder zu, bin also recht zufrieden, komme dann aber drauf, naja, es wäre ganz geschickt, wenn ich hier draufklicken würde, dass ich dann auch zu der Seite springen würde, wo das Ganze angezeigt werden würde. Das heißt, es geht darum, einen Hyperlink, einen Link ins Internet zu machen. Ich gehe wieder rein, bearbeite das Ganze, suche mir das hier aus, kopiere mir das mit Steuerungstaste C. Und lege jetzt einen Link fest. Ich verwende dazu dieses Symbol und füge dann da herum, wieder mit Steuerungstaste V, diesen Link ein. Und jetzt geht es darum, hier festzulegen, unter Target, Ziel also, wie sich das jetzt dann verhalten soll, wenn man auf diesen Link draufklickt. Und ich wähle hier Open in New Window, Blank. Das heißt, wenn ich da draufklicke, wird ein neues Fenster aufgemacht oder ein neuer Tab. Klicke auf Insert. Das passt soweit. Mache hier wieder zu. Ich sehe das jetzt hier, wenn ich hier draufklicke, öffnet er tatsächlich dann hier unter dieser Adresse, die ich ihm angegeben habe, dann die entsprechende Seite. Du hast hier also jetzt dann gelernt, wie du hier einen freien Text einfügen kannst, wie du ihn bearbeiten kannst und wie du dann die entsprechende Seite auch dann fertigstellen kannst. Im nächsten Video möchte ich dir zeigen, wie du Videos und Audios einfügen kannst mit Hilfe von Excel Learning.